Gottesdienst bei den Norwegern. 450 Anhänger aus dem Appenzellerland und Umgebung treffen sich zum Lobpreis. Skepsis aus der Appenzeller Bevölkerung spürt auch die evangelikale Glaubensgemeinschaft Obadia im nahen Walzenhausen. Als wir gekommen sind, 1984, haben wir eine Einladung gemacht an die ganze Dorfbevölkerung, um uns kennenzulernen, was wir machen. Es ist nicht ein Mensch gekommen. Hier werden die Glaubensgrundsätze von Obadia-Gründer Sasek gedruckt und hundertfach unter das ungläubige Volk gebracht. Hier arbeitet auch Robbie. Er sei mit seinem Leben nicht mehr zurechtgekommen, habe die KV-Lehre geschmissen und sei in die Drogen abgestürzt. Sein religiöses Schlüsselerlebnis hatte Robbie in der Rekrutenschule. Der militärische Ton hat ihm Entsagung gelehrt. Ich habe dort Herrlichkeit drin geschmeckt. Und ich gemerkt, dass es zuerst eigentlich so recht schlecht war, natürlich für Gefühle und alles. Das ist ein Verzicht. Aber mit Gott zusammen konnte ich das eigentlich verbinden und habe gemerkt, dass genau dort drin, oder, wenn ich von mir selber wegkomme und dort die ersten Erfahrungen gemacht, dass das eigentlich eine Glückseligkeit hineinführt und totale Glücklichkeit. Oder? Raum für die eigene Persönlichkeit gibt es wenig. So kommt es Robbie entgegen, dass er sein Zimmer mit zwei anderen Männern teilen muss. Dass ich wegkomme, genau von mir selber, ist recht eng hier. Und ist total positiv für mich, weil genau da kommen Prozesse eigentlich auf, die total eigentlich fördernd sind, von mir selber wegzukommen. Nicht immer Krampf, sondern eben für den anderen lernen zu schauen, in der Kraft Gottes. Oder? Gibt es in diesem Zimmer irgendetwas Privates von Ihnen? Ja, meine Rasierschale. Das Obadia-Haus steht an bester Lage, mit Blick über den Bodensee. Trotzdem ist das Café meistens gähnend leer. Die Appenzeller kehren hier nicht ein. Ich denke, es sind einfach negative Gerüchte. Man hat, sobald man... Kurort Weihnacht treffen sich am selben Abend Bahais. Die Bahais leben nach einem eigenen Kalender. Ihr Monat hat 19 Tage. Ich begrüße euch recht herzlich zum 19-Tage-Fest nur in Deutsch Licht. Wir fangen zuerst an mit Musik. Nur gerade 25 Anhänger dieser Weltreligion gibt es im Appenzellerland. 6 Millionen sind es weltweit. Die Bahais glauben an Baha'ullah. Die Bahais legen Wert auf Geselligkeit. Ihr Ziel ist die weltweite Einheit aller Völker und Religionen. In ihrem praktischen Leben glauben sie an die totale Toleranz. Der Orden wurde vor 15 Jahren vom ehemaligen Schweizer Gardisten Nikolaus Schneider gegründet. Der heiß verehrte Vatikan verkam für Gardist Schneider aber zur Räuberhöhle. Wenn man jetzt heutzutage in die Kirchen hineingeht und sieht, was das für ein Merit ist, ein Museum. Und ich sehe, dass ich habe bei mir gesehen, hier bei der Kapelle, ich weiß, dass da der ist, der Gott, den ich lieb habe. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Nikolaus Schneider empfing seine Weihe von einem umstrittenen Bischof, nannte sich fortan Schwertbischof und suchte sich seine Glaubensgenossen aus dem Fundus der enttäuschten Katholiken. Hauses. Schneider ist zudem verheiratet und hat 4 erwachsene Kinder. Petrus war geheiratet, noch einige Apostel waren geheiratet. Und ich bin der Meinung, in der Kirche wäre es nicht schlecht, wenn ein paar geheiratet nicht drunter sind.